Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren guten Abend zu unserer Online-Vortragsreihe der Biotop City zu den dringenden Fragen der dichten Stadt als Natur. Wir haben heute schon den 10. Vortrag und das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Biotop City, dem Institut für Landschaftsplanung der Universität für Bodenkultur Wien, die ich vertrete, und das Institut für Ingenieurbiologie, auch hier an der Bodenkultur. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bleibe bei dem Idyll Natur und Stadt. Das war schon immer so, in der Stadt Wien zumindest. Und wir haben dort auch natürlich diese Idylle jetzt. Waldfriedhof, ein Zentrum für Biodiversität in der Stadt auch. Aber wir haben auch ein Zentrum für sozialen Kontakt für alte Menschen, besonders die hier Kontakte aufnehmen zu Wildtieren. Aber wir haben auch diese Konfliktfelder, was den Kontakt zwischen Mensch und Wildtier angeht, aber auch vor allem als Konsequenz für Mensch, aber auch vor allem insbesondere Konsequenzen für Tiere. Ich werde in dem Vortrag jetzt gezielter darauf eingehen, welche Arten wir in der Stadt haben, welche Konfliktfelder es gibt für beide Seiten und welche tollen Möglichkeiten es eigentlich gibt, hier Lebensräume zu schaffen. Aber ich mache eine ganz gezielte Hinführung, um auch auf diese ganzen Gefahren seitens der wildlebenden Tiere einzugehen. Und um überhaupt anzufangen, müssen wir uns erstmal definieren, was ist denn Wildnis? Und ich habe schon in der Vorrede und auch bei vielen gesehen, dass Wild eigentlich eine ja, Definitionssache natürlich ist. Was ist Wild? Was sind Wildtiere? Sind es eben die Wildtiere, die gejagt werden? Ja, also Reh und Dachs und Fuchs. Ja? Es ist eigentlich alles, was kreucht und fleucht. Und wir sind da wirklich bei allen Arten. Und einen Vortrag mit 30 Minuten über alle Arten in der Stadt Wien zu machen, dünkt mich, ich muss eine gewisse Zusammenfassung und Struktur Ihnen geben, wo ich aber trotzdem die wichtigsten Inhalte bringe. Das heißt, wenn wir von Wildtieren in der Stadt reden, reden wir genauso von der Zwergfledermaus wie von Kolembolen, aber auch von der Schlingnatter. Dann sind da die Bakterien und die ganzen Pilze noch nicht dazugerechnet. Nur, dass Sie wissen, wo wir hier stehen, wenn wir von Wildtieren reden. Wildtiere sind immer Tiere, die nicht domestiziert sind. Also die verwilderten Stadttauben sind so ein Mittelding, aber wir sprechen nicht von Haushühnern. Wir sprechen aber auch nicht von Hauskatzenfreigängern. Aber wahrscheinlich haben die natürlich auch eine Funktion. Das Zweite, was zu definieren ist, was ist Wien? Wien ist natürlich eine schöne große Fläche. Wir sind hier wirklich in einem Bundesland, das nicht nur eben Siedlungsraum hat. Und da müssen wir ganz bewusst darauf eingehen, ganz zu Beginn hier. Die rote Fläche ist im Prinzip die, ich brauche jetzt gerade meinen Stift, habe ich den? Ja, sieht man die Maus? Ich hoffe mal. Nee, Spotlight ist besser, gell? So, sieht man das Spotlight? Ist Ja. da. Perfekt. Das heißt, wir haben nicht nur die roten Gebiete, die wirklich die Besiedlung zeigen, und wir sehen auch den inneren städtischen urbanen Bereich. Nach außen hin nicht ringförmig, aber doch ein bisschen nimmt die Urbanisierung ab. Also das heißt, die Versiegelung in dem Sinne auch. Und wir finden natürlich Vegetation und hier natürlich im Westen den Wienerwald. Ganz entscheidend auch nach unten hin die Donauauen. Wichtig sind aber auch diese gelben Flächen. Das sind die Reste der kümmerlichen Landwirtschaft, die hier noch betrieben werden. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn Wien hat Lebensraum von Wald bis Acker bis Grünland, aber auch eben Hochhäuser. Und das heißt, wir haben in der Stadt Wien einen besonderen Status, weil wir eben Naturflächen haben und natürlich auch Binnengewässer wie die Donau. Das ist wichtig zu berücksichtigen, denn wir haben hier Lebensräume von Wildtieren, nicht nur
in der Stadt, aber natürlich im angrenzenden Lebensräumen wie im Wienerwald zum Beispiel oder eben auf diesen Freiflächen. Das sind zum Beispiel auch Wienerwaldwiesen, die besonders interessant sind, artenreich. Und wir haben auch Wechselwirkungen eben, was die Wanderung, was den Zuzug von Arten angeht und vor allem auch den Austausch von Populationen in diese Randbereiche. So, und damit haben wir Wien als ja, Naturraum, aber auch als Siedlungsraum beides präsent. Und das ist wichtig für das Folgende dann im Verständnis. Wenn wir jetzt überlegen, okay, wir haben Wildtiere in der Stadt, dann könnte man sagen, ja gut, wir kommen in diese Flächen hinein, in die versiedelten Flächen, weil sie natürlich auch ganz gewisse Vorteile haben. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Aber warum wir überhaupt jetzt diesen Vortrag halten und warum das in der Landschaftsplanung ja schon ewig lang eigentlich Thema ist, dass eben Arten und Biodiversität, das heißt die Vielfalt von Arten, ein Thema ist in der Landschaftsplanung, in der Stadtplanung. Der Hauptgrund ist, dass wir einfach weltweit, ja, und damit auch europaweit insbesondere ganz stark einen großen Biodiversitätsverlust haben. Wir sehen es hier mal aufgezeichnet, 1500 bis 2018 im Stärkeren. Wir sehen, dass der Hauptanstieg der aussterbenden Arten Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Und das ist natürlich logisch, weil dort die meisten eben auch die meisten Arten eben ausgestorben sind durch direkte Verfolgung. Wir haben aber jetzt eine zweite große Dimension des Artenverlustes. Das geht quer durch die Tiergruppen, insbesondere in den Insekten. An erster Linie steht hier wirklich Habitatverlust durch direkte Zersiedelung, Versiegelung, Verbauung von Land, von Lagerstätten für Amazon bis hin zu Zerschneidungen durch Infrastruktur. Ganz wichtig an zweiter Stelle sind die Pestizide in der Landwirtschaft. Und wir haben mit den Neonicotinoiden, das sind Insektizide, ein 100-fach stärkeres Gift als DDT und mit hauptverantwortlich, warum Insekten ganz speziell ganz drastisch zurückgehen seit den 80er, 90er Jahren. Da ist DDT mittlerweile dann verboten worden, auch in Österreich in den 80ern. Aber es kamen dann andere Mittel und jetzt jüngst, also auch schon ein Jahrzehnt her, eben Insektizide. Und die haben sehr nachhaltige Wirkung auf das Primärfutter, die Insekten und natürlich auf die anderen Arten, die davon leben. Und wir haben natürlich Verschmutzung, Gifte. Das gilt natürlich für Gewässer, aber natürlich auch für die anderen Eintragungen. Und da spreche ich vor allem auch von Mikroplastik über Reifenabrieb etc. und auch natürlich Weichmacher und Hormonwirkung. Das ist eine ganze Vielfalt, da kann ich gar nicht drauf eingehen. Aber wir haben einen Biodiversitätsverlust, der alle Alarmglocken klingeln lässt. Und wir sprechen eben damit auch vom Anthropozän, praktisch eine Dimension, zeitliche Dimension, in der Aussterben sehr ein massives, großes Artenaussterben stattfindet. Deswegen gibt es in ganz Österreich auch wenn das Land klein ist, aber in jedem einzelnen Bundesland entsprechende Artenschutz-, Naturschutzgesetze. Es gibt EU-weit diese Gesetze, es gibt sie bundesweit und eben auch im Landesgesetz und damit auch in Wien im Naturschutzgesetz, ja, Paragraph 10 in der Absatz 5. Und da ist eben alles drin, das können Sie sich dann in Ruhe nachlesen. Trotzdem könnte man sagen, ja, was kümmert es mich, wenn die Arten abnehmen? Ich lebe eh hier in der Stadt und die haben ja da eh keinen Platz. Das sind so häufig gehörte Argumente. Oder was stört es mich, wenn die Seehunde sterben? Ich bin ja eh weit weg, ja, vielleicht esse ich auch keinen Fisch. Das Problem ist aber, dass mit einzelnen Arten, nicht nur als Indikatorfunktion, aber mit vielen Arten mittlerweile, und wir sind auf dem Level, dass es wirklich ganze Artengruppen schon mittlerweile betrifft, die verschwinden aus der Landschaft, verschwinden auch die Wechselwirkungen zwischen Arten, die dafür sorgen, dass Ressourcen zur Verfügung stehen. Das klingt jetzt abstrakt, aber denken wir nur an den Abbau von organischem Material im Boden. Ja, wenn keine Kolembolen da sind, wenn keine anderen Arten da sind, die wirklich für die Zersetzung auch wichtig sind, ja, auch Kleintiere, dann gibt es da ein Problem, ja, wenn Laub nicht mehr verarbeitet wird, ne, in wirkliche Nährstoffe, die dann die Pflanzen wieder aufnehmen können, dann gibt es ein großes Problem, ja, oder sind die Insekten nicht da für die Vögel?
dann setzt sich das weiter fort. Und letztendlich sind es lebenswichtige Ressourcen für nicht nur für die Tiere, aber natürlich auch für uns. Ja, und egozentrisch gesprochen, ja, wir brauchen die Tiere, damit wir überleben. Also die Welt lebt weiter, aber wir halt nicht. Und das ist das Thema hier. Das heißt, Biodiversität rettet auch unser Leben. Und wenn wir das mal so schön dramatisch behalten, dann ist es so, dass wir eigentlich froh sein könnten über alle Arten, die wir versuchen zu erhalten. Und es ist gar nicht mehr das Thema, irgendjemand wissenschaftlich davon zu überzeugen, dass es einen Artenrückgang gibt. Das ist Fakt. Genauso ist es Fakt, dass es einen Klimawandel gibt. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden und damit auch eine ganz starke Lebensraumveränderung. Ich komme darauf noch zu sprechen. Das ist ein wichtiges Thema in der Stadtplanung. Jetzt überlegen wir uns diese Wildtiere, die jetzt gefährdet sind, ja, europaweit im ganzen Land. Und wir haben große Siedlungsgebiete. Weltweit leben mittlerweile mehr als 50% in Städten. Und das heißt, wir haben eine Bevölkerung, die einfach in Städten lebt und auch in der Natur gar nicht mehr aufgewachsen ist, größtenteils, und auch den Bezug nicht hat. Ja? Das heißt also, wir haben hier Wildtiere, die in einer Stadt sind, mit einer Bevölkerung, die sie vielleicht gar nicht kennen und entsprechend auch nicht wissen, was sie damit anfangen können. Um es mal ganz salopp zu sagen, wir müssen davon ausgehen, dass nicht nur wir hier als gebildetes Gremium uns jetzt dass die schlauen Dinge erzählen, sondern dass einfach sehr viele keinen Bezug mehr dazu haben und damit auch nichts anfangen können. Oder dann sind natürlich Vögel welche, die Schmutz machen. Ja, das heißt also, da fehlt, ist ein großer Bildungsauftrag, weil eben die Bevölkerung großteils eben nicht mehr in der Natur aufwächst. Ja, und damit schauen wir uns an, was kann die Stadt bieten oder wie ist eine Stadt und wie ist Wien für solche Tiere, die jetzt hier auch leben. Das sind eigentlich, müssten es Tiere sein, die angepasst sind. Ja, was heißt angepasst? Deswegen habe ich da ein Fragezeichen. Es ist nicht ganz klar nach so vielen Studien. Anpassung heißt eigentlich, ich tue genauso gut wie vorher, nur unter neuen Bedingungen. Das ist aber nicht der Fall. Aber es sind doch in der Regel häufiger Kulturfolger, die mit diesen Bedingungen umgehen können. Also, das heißt, wir haben es in der Stadt im Sommer heißer, im Winter eigentlich relativ wärmer als im äußeren Bereich der bebauten Stadt. Es ist lauter, das heißt, wir haben Lärmfrequenzen, die sehr viel lauter sind, je nach Verkehr und Baumaßnahmen oder was auch immer. Wir haben Licht, insbesondere in der Nacht. Wir haben Abgase von Verbrennungsmotoren, von Müllverbrennungen, von Heizungen. Wir haben Feinstaub, Streumaßnahmen etc. Wir haben Müll, falsche Fütterung. Das heißt auch, der letzte Punkt, viele Nahrungsreste. Das lockt natürlich auch Tiere an erster Stelle zum Beispiel den Fuchs. Und wir haben vor allem isolierte Lebensräume durch Zersiedlung, Verbau und Verkehr. Und in der Stadt stellen wir uns den Zentralfriedhof vor, oder zum Beispiel Hamstervorkommen im Franz-Josefs-Krankenhaus. Das sind ganz isolierte Vorkommen, ganz isolierte Flächen, die natürlich in so einem Stadtbereich keinen Populationsaustausch haben in den Tieren. Ja, und dann, was haben wir denn hier? Genau diesen Hamster, von dem ich gesprochen habe, der hat Populationen am Zentralfriedhof und eben auch am Krankenhaus. Und das ist etwas, was uns hinführt auf die Vorstellung, was wir eigentlich an Arten jetzt finden in der Stadt. Und dann komme ich gleich mal zu den einzelnen Tiergruppen. Und Sie werden gleich sehen, wie oberflächlich ich manche Tiergruppen beschreibe. Und Sie werden dann auch gleich merken, warum. Kommen wir zur ersten Gruppe der Säugetiere. Sie ist uns doch mittlerweile doch am, geben wir es zu, ist uns am ähnlichsten, obwohl wir da auch fliegende Arten haben und sehr viele andere Arten. Und schauen wir uns nochmal in Wien an, welche Lebensräume hier eigentlich so genial wären für Säuge. Das ist natürlich der Wald, ist sehr interessant, die Ackerflächen sind interessant, die Wiesenflächen, die Brachen und der Siedlungsraum Nonar bildet natürlich auch mit seinen bestimmten Strukturen in Gärten, in Parks hier Lebensraum. Und vielleicht auch sogar Trittsteinbiotope. Wenn ich Ihnen die Liste zeige, mache ich die extra so in kleiner Schrift, weil es doch einige Arten sind,
die uns dann doch zu denken geben. Wir haben hier insgesamt, in erster Gruppe sind die Insektenfresser. Und das sind genau die Arten, die Insekten brauchen, die in der Landschaft verschwinden. Das sind die ganzen Spitzmäuse, ganz wichtig. Ja, da gibt es zwei schon nicht mehr. Und natürlich der Igel. Und das ist hier im Osten der Weißbrustigel. Dann haben wir die ganzen anderen Arten, also nicht Insektenfresser, wie hasenartige Nagtiere, Raubtiere und Paarhufer. Und da finden wir auch einige Arten. Unter anderem noch Feldhase, Wildkaninchen und Sie sehen hier eben eine ganze Menge. Was gleich auffällt, ist hier unten zum Beispiel Nutria. Wir sehen hier eingewilderte Neozonen, also Arten, die aus Amerika kommen oder eben auch aus Asien teilweise, aber eben vor allem Arten, die durch eine Nutzung in unseren Lebensraum kamen, meistens eben auch die Fellnutzung. Wichtig auch, die Nerze, die da freigelassen wurden, die haben sich angesiedelt in den Donauauen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum dort dann Neozonen vorkommen. Und die haben sich relativ verbreitet. Ob das gut oder schlecht ist, das stelle ich jetzt hier in Frage. Das heißt, es kommen sehr viele Neozonen auch in die Lebewelt, in die Wildtiere. Es gibt viele Erfahrungen mit schlechten Ausgängen, aber es gibt auch sehr gute Erfahrungen. Aber wir wissen einfach noch zu wenig. Ja, weil Ökosystemforschung ist das Aufwendigste. Bei den Raubtieren sehen wir hier den Fuchs und so die kleinen Marder und die Marderartigen. Aber da fehlen natürlich die ganz Großen, ja, the Big Five. Da gehört zum Beispiel der Wolf dazu, der Goldschakal, der Fischotter. Nein, keine Angst, der Wolf hat jetzt keinen Bau irgendwo am Praterstern. Nein, aber das sind durchwandernde Tiere. Und einer, der jetzt in Graubünden in der Schweiz telemetriert wurde, ist durch Wien durchgelaufen. Das hat keiner gemerkt und ist mittlerweile in Budapest. Also ein Weitwandernder. Aber die nutzen praktisch diesen Wienerwald, hindurch zu wandern. Und auch da Richtung Kahlenberg ist ein Goldschakal jetzt gefunden worden von unserer Mitarbeiterin. Fischotter wandern durch. Ich finde immer wieder auch Spuren von Waschbären. Also das heißt, hier gibt es einiges Potenzial auch an Neozonen. Da wird wenig geforscht, ja. Außer Goldschakal ist bei uns jetzt und Wolf ist sehr gut untersucht. Aber Fischotter und die anderen, insbesondere die Neozonen, die Waschbären oder Marderhunde, Mink etc. sind sehr schlecht erforscht. Aber Durchreisepotenzial. Paarhufer, ganz klar, Wildschweine an erster Stelle wird oft gesehen in den Randbereichen. Dann haben wir die Hirsche, Rehmufflon ist natürlich auch ein gebürgertes Wildtier. Ganz interessant, das heißt, ja, wir haben jagbare Arten, aber wir haben sehr viele andere Säugetierarten, die nicht jagbar sind. Ich gehe einfach mal so durch, damit Sie das schon mal im Hinterkopf haben, wenn ich nachher auf die anderen wichtigen Dinge eingehe. Dafür müssen wir wissen, was ungefähr da ist. An Vogelarten kann man ungefähr 119 Arten sehen. Ach, das ist natürlich eine Menge und man schätzt so, man sieht gleich, aha, die schätzen sogar Brutpaare. Wir sehen durch BirdLife und sehr viele andere NGOs, sind die Vögel sehr gut repräsentiert, was den Wissensstand angeht. 350 Brutpaaren, das ist schon mal nett geschätzt, ja, aber das ist wirklich grob. Interessant, hier haben wir vor allem gut kartiert sind die Gebäudebrüter. Und das sind jetzt nicht viele Arten, ich zeige Ihnen das eh gleich. Aber was interessant ist, dass eben die Häuser, die mit Vertikalstruktur, wie auch Ferdinand Schmeller das schon vorgestellt hat, natürlich hier die besten Brutmöglichkeiten bieten. Warum? Weil es natürlich ursprünglich Felsbrüter sind. Ne? Das entspricht so ein bisschen ihrem Lebensraum. Und wenn da alte Bausubstanz ist mit Nischen oder eben neue mit adaptierten extra Plätzen, dann haben die sehr gute Möglichkeiten, hier zu brüten. Insgesamt, die ganzen Arten sind natürlich in der Anzahl überragend, sind Arten, die Waldlichtung, Garten, Park, Übergangsflächen benötigen. Und das sind natürlich die meisten. Wir finden zum Beispiel alle Spechtarten in Wien, ja, ausgenommen 3-Zehn-Specht. Das zeigt auch, Wald ist natürlich auch ein sehr wichtiger, dominanter Lebensraum in der Stadt, also im Wienerwald. Und wir sehen auch zum Beispiel Ackerarten, also Ackerland, Freilandarten, die nur in diesen Schutzgebieten vorkommen, ja, also ganz im Nordosten.
Da gibt es zum Beispiel auch Rebhühner, ganz besondere. Was noch dazu kommt, sind natürlich die Durchzügler. Und ganz wichtig, da komme ich noch drauf zu sprechen, die haben ein Problem mit der Stadt. Aber ich mache es spannend, ich erzähle es jetzt noch nicht. Schauen Sie sich mal nur das an, was jetzt von der Umweltberatung auch an Informationsmaterial gibt. Es gibt genug, es gibt sehr viel. Ich gebe Ihnen am Ende die Links, wenn Sie da weiter wissen wollen oder auch Wissen distribuieren wollen. Das gibt sehr viel. Ja, man muss gar nicht alles neu erfinden oder aufrollen. Allein die Wiener Umweltberatung, Wiener Umweltanwaltschaft hat da sehr viel, MA22, sehr viel zur Verfügung gestellt. Und das ist jetzt nur Österreich. Also in Berlin, in München, einige Staaten haben da unglaublich gute Arbeiten schon geleistet. Und da gibt es sehr, sehr viel Vorinformationen, was man machen kann und wie es ausschaut. Aber wir gucken jetzt nochmal hier rein, diese nette Tafel mit ein paar Arten, die vorgestellt sind. Und es fällt gleich auf, aha, die hier, das sind die, die an den Gebäuden brüten. Und genau mit dem Mauersegler und der Mehlschwalbe. Und was haben wir noch? Ja, das sind so zum Beispiel die Mauersegler ist ein typischer Felsbrüter. Auch die Dohle ist eigentlich ein Felsbrüter, der Turmfalke. Hausrotschwanz kommt auch aus dem Gebirge, ist im Gebirge viel dunkler. Und die Mehlschwalbe geht natürlich auch in die Felsen, ja, baut das eigene Nest und nutzt deswegen diese die Felsen aussehenden schönen hohen Häuser. Spatzen als Kulturfolge aus der Landwirtschaft eher kommend, siedelt auch und baut einfach in allen möglichen Höhlen dann Nester. Sie sehen, die anderen Arten sind doch auch mehr Waldarten oder eben so Waldpark, Gartenvögel, Stare, viele Höhlenbrüter und auch Nassbrüter. Aber wir gehen nicht ins Detail. Wichtig ist, dass wir eben ganz verschiedene Ansprüche haben hier im Nahrungsangebot, was eben vonnöten ist. Und ganz wichtig, die meisten Vogelarten, bis auf ganz wenige Finkenarten, brauchen Insekten zur Aufzucht der Jungvögel. Alle Arten, bis auf wirklich 3, 4 Finkenarten nur. Und das ist ganz entscheidend für das Wohlleben der Art und das Reproduzieren der Art in der Stadt. Kommen wir zu den Fischen und den Neunaugen, weil Neunaugen sind keine Fische, ja. Da haben wir ungefähr 57 Arten. Das ist jetzt eigentlich nur Donau. Wahrscheinlich gibt es in irgendwelchen Teichen noch besondere Goldfische oder irgendwas. Das zählt aber jetzt hier nicht. Ich lasse das einfach mal nur so dastehen, weil wir zum Wassermanagement, glaube ich, jetzt hier nichts beitragen möchten. Da kann man viel machen. Mache ich nicht, gibt es auch alles online. Die nächste Gruppe, die wir uns anschauen, und wie Sie sehen, ich gehe die Wirbeltiergruppen durch, es gibt Klassen. Es gibt 5 Klassen, sind wir bei den Amphibien, 17 Arten. Cool, das ist echt der Hammer. Und das liegt daran, dass wir einfach doch im Wienerwald, vor allem mit der Donau, mit diesen altarmen, wunderbare Amphibiengewässer haben, ja. Das heißt, wir haben die Kammmolche dazu, das ist der Donaukammmolch als besondere Art, die ja vor allem hier vorkommt und dann nicht mehr im Westen. Bergteich- und Alpenmolche, das sind die mit den Schwanzen, also Schwanzlurche, dazu gehört auch der Feuersalamander. Dann kommen die Froschlurche mit der Gelb- und Rotbauchunke. Gute Vorkommen in der Donau, ganz wichtiger Bestand hier. Gelbbachunken sind eher so die in den Baustellenpfützen vorkommen, die diese ersten primären Gewässer besiedeln, ohne Vegetation. Ja, also hier Augenmerk auf diese wirklichen ersten Primärgewässer. Die werden sofort von Gelbbachunken besiedelt, aber natürlich auch von Wechselkröten. Das sind so diese Steppenarten, die sofort, wenn eine Pfütze entsteht, sich hier ansiedeln. Knoblauch und Erdkröte, Laubfrosch als Kletterfrosch auch hier abgebildet, auch eine sehr thermophile Art, die aber natürlich doch das Gewässer und vor allem Gebüsche braucht und hohe Insekten vorkommen. Morspringen, Grasfrosch bei den Braunfröschen und natürlich die grünen Wasserfrösche, die einer wirklich unterscheiden kann, weil sie alle miteinander hybridisieren. Das nennt man hier eben auch Artbildung, macht nichts. Interessant ist einfach, dass alle die Amphibien Insekten brauchen. Viele Insekten. Sie fressen natürlich auch kleine andere Schnecken und sonstige Tierchen. Aber Arthropoden, das heißt also Insekten und Spinnentiere und andere Gliedertiere sind hier ganz wichtige Nahrung.
Nun denn, kommen wir weiter zu den Reptilien. Hier stehen auch Insekten auf der Nahrungsliste. Wir sehen hier die Arten 9, ganz wichtig. Wir sehen die Würfelnatter als wassergebundene Schlange. Ringelnatter geht auch im Wasser jagen. Esculapnatter als Kletterschlange hat gute Vorkommen im Wienerwald, ist eben auch in Bäumen unterwegs. Schlingen und diese ganzen sind mehr so die Waldarten oder Gebüscharten. Aber wir kommen bei der Smaragd- und Mauereidechse, sind wir natürlich bei den Sonnenstandorten und bei den sehr heikleren Populationen, die schon sehr stark fragmentiert sind. Smaragdeidechse gab es viel in Nussdorf, die sind alle durch die Bebauungsmaßnahmen eigentlich zurückgegangen. Jetzt ist da noch so Reststandorte am Kallenberg unten südlich. Ja, und die europäische Sumpfschildkröte, da gibt es natürlich Schloss Ort unten in der Donau noch die letzten Vorkommen. Also die wird es sicher nicht irgendwo in der Städtisch geben, wenn, sagen Sie bitte Bescheid, das wäre spannend, ja. Wir haben aber sehr wenig Informationen wirklich über die Verteilung. Deswegen komme ich noch auf diese Citizen Science Portale, wo man Tiere melden kann, was ganz wichtig ist. So, und dann kommen wir zu der eigentlich supergrößten Gruppe, wo sich wirklich keiner mehr auskennt. Und das ist ein bisschen ein Problem. An den Universitäten werden zoologische Weiterbildung einfach nicht mehr gefördert. Das heißt, es gibt keine zoologischen Kurse mehr, weil es einfach auch nicht mehr die Leute gibt, die das können. Ja, das ist ein großes Problem. Das heißt, bei Erfassungen muss man immer die alteingesessenen Zoologen fragen, aber es gibt ganz wenig Nachwuchs wirklich von Leuten, die sehr gut sind, zum Beispiel Laufkäferbestimmung. Und ich freue mich immer, wenn es dann Fachleute gibt, die das dann noch können, und weil das unser Basiswissen ist für all das, was sich verändert und was sein wird. Bei den Arthropoden gibt es 27 Gruppen. Ja, und das ist mal ein ganz grober Überblick. Wie viele Arten wir in Wien haben, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist auch nicht zu finden. Es gibt auch keine konkreten Daten. Ich kann sagen, in Österreich gibt es circa 40.000 Arten. Wenn wir weltweit überlegen, dass es mehrere, die Schätzungen sind bei mehreren Millionen Arthropodenarten, vielleicht kann das sein, kann auch nicht sein, weil sich auch wenige auskennen, weil viel Material noch nicht beschrieben ist. In Österreich sind wir aber in einem Bereich, wo wir Arten haben aus dem pannonischen Raum, aus dem alpinen Raum, aus dem Tiefland, Flussgebieten oder aus dem Agrarraum. Das heißt, wir haben hier eine relativ hohe Zahl, weil natürlich auch hier die verschiedenen Lebensraum oder geografischen Zoonosen hier zusammenkommen. Wichtig ist, dass besonders in Städten, da ist eine sehr gute Arbeit gemacht worden in Innsbruck war das, Entschuldigung, das sind über mehrere Jahre die Arthropoden bestimmt worden und erfasst worden. Und man hat festgestellt, dass eben die flügellosen Arthropoden mit der Urbanisierung abnehmen. Also je stärker die Besiedelung, das heißt die Versiegelung der Flächen, desto stärker nehmen die flügellosen Arthropoden ab. Also alles das, was krabbelt und nicht mehr fliegen und nicht fliegen kann per se. Das sind ja Spinnen und das sind vor allem Kolymbolen, also Springschwänze. So, und das Problem ist, wenn die nicht beflügelt sind, können die natürlich kleine Biotope nicht schnell besiedeln. Und das spricht für diese drastische Verinselung dieser kleinen Lebensräume, in der sie vorkommen. Und das heißt auch lokal, dass es eben dann in solchen Bereichen eben nicht die kompletten Nahrungsnetze gibt mit Räuber-Beutesystemen. Mangel an räuberischen Spinnen heißt auch zum Beispiel Blattlausinvasionen. Heißt auch, dass sehr viele Jungvögel nicht adäquat gefüttert werden, weil zum Federnschieben im Wachstum der Jungvögel brauchen sie unbedingt Spinnen, das sind die Kollagene. Das ist sehr vielschichtig, was das für Konsequenzen haben kann. Mangel an Springschwänzen, fehlende Zusätze im Boden, ja, das heißt Bodenbildung ist verändert. Also, dass so eine Publikation lässt die Leute erwachen. Und es ist ganz wichtig, dass man sowas weiterträgt, dass einfach in bestimmten Bereichen, wo Biotope nicht vernetzt sind, einfach bestimmt Gruppen fehlen und natürlich dann auch im System
fehlen und nicht ihre Dienstleistungen machen sozusagen und damit eben auch solche Systeme zusammenbrechen. So, und damit haben Sie eine kleine Übersicht, was zum Beispiel in geschützten, welche geschützten Arthropoden es in Wien gibt. Und wir gehen da gar nicht auf Details ein, aber es ist enorm, wie viele Arten hier mittlerweile gefährdet und eben geschützt sind. Sie sehen immer hinten dran FFH-Richtlinie nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Anhang 4 Art, das ist also geschützt. Das heißt, da ist sogar EU-Recht, was hier greift. Ja, ganz wichtig in der Planungspraxis, nicht nur aufs Landes, mindestens aufs Bundes, aber immer auf EU-Recht gehen, damit man hier gut formulieren kann. Aber jetzt kommen wir schon, jetzt wissen wir, boah, da gibt es so viele Arten, ja, und es gibt so viele geschützte Arten auch. Viele brauchen Insekten. Und wie geht es denn eigentlich? Was sind so wirklich die, wenn die jetzt in der Stadt leben, welche Probleme haben Menschen jetzt mit diesen Tieren? Da habe ich mal so versucht, ein bisschen zu sammeln. Ich habe es extra ein bisschen klein gehalten, damit wir nicht vom Stöckchen ins ganz kleine Ästchen kommen. Ganz wichtig sind oft so Argumente, wenn da jetzt so Wildtiere sind, man hat ein bisschen Angst, man kennt es nicht, ja. Was man aber auch direkt sieht im Garten, Fuchs und Dachs graben wie Backen um. Nona. Ja, tun Maulwürfe auch. Dann gibt es Bedenken, dass der Fuchs den Fuchsbandwurm überträgt. Das ist ein Problem, wenn er in den Garten kommt. Dass Gebäudebrüter zum Beispiel die Terrasse vollkoten, ja. Dass Frösche laut sind, die im Nachbarteich sind, oder Krähen laut sind. Und es gibt viele, viele andere Themen, wie zum Beispiel Marder, die dann die Autos anknabbern. Und das Auto ist die heilige Kuh des Menschen. Und damit geht das gar nicht. Ja? Also wir haben hier Problemfelder. Ja, ich lasse es offen. Wir können in der Diskussion hier noch mehrere angraben. Aber das würde zu sehr abführen von meinem eigentlichen Thema, was da lautet, wie Mensch und Tier damit umgehen, in der Stadt zu leben, miteinander zu leben. Und wir schauen uns jetzt mal an, welche Probleme haben denn die Tiere, die in der Stadt leben? Ist das so normales Leben wie draußen in der Landschaft? Und wir gehen da ins Detail, was ganz wichtig ist. Das A ist, die Tiere brauchen das Futter, ja, um nicht nur zu leben, aber auch zu reproduzieren. Und dafür muss es adäquates Futter sein. Und eine Art ist über Jahrtausende entwickelt, mit der ganzen Ökomorphologie sich bestimmte Nahrung zu eigen zu machen und nicht einfach was anderes zu nehmen und dann eben auch das essen zu können. Das heißt, hier gibt es Spezialisten, es gibt Generalisten, aber sie brauchen immer ein gewisses wertvolles Futter. Wenn das Futter nicht da ist, wie zum Beispiel Insektenmangel im urbanen Bereich, das geringer ist auf den guten Flächen, aber auch, weil die guten Flächen fehlen, das heißt Blühstreifen, kleine Randstreifen, einfach unordentliche Ränder an Gärten. Unordentlich heißt einfach Beblühungen, Pflanzenmaterial, was wachsen darf, das heißt verschiedene Blühpflanzen, die verschiedene Nektarfresser zulässt, ja, also für ganz verschiedene Arten. Und damit haben wir diesen Verlust dieser Flächen, aber wir haben auch auf den Flächen den Verlust der Vielfalt. Und da kann man sehr viel ansetzen, nachher auch in der Umsetzung. Das heißt, hier gibt es weniger Nahrung für Jungvögel, die sind schlechter versorgt. Sperlinge zum Beispiel nehmen ab und es fehlen wirklich Blühflächen, Wiesen, Gebüsche in den Bereichen, wo diese Arten abnehmen. Es gibt insgesamt eine Falschernährung, weil auch Reste und Müll verwendet werden. Fuchs, Spatz nur als Thema. Bei einigen Arten, und wir haben eine Studie gemacht, da wurde ganz klar, dass einfach die Reproduktion der Vogelarten eben abgenommen hat. Da gehe ich noch drauf ein. Wichtiger Punkt ist auch, dass Übertragung von Krankheiten eben an Futterstellen stattfinden können, wenn die nicht wirklich gut gemacht sind. Und ich spreche jetzt von solchen Fütterungen mit Brot in der Stadt, eben aus Ungewissheit und viele Menschen, die keinen Garten haben, die dann das Brot hinschütten. Das Problem ist, dass Massenansammlungen von Vögeln ja ganz nett sind und man denkt, man tut was Gutes, aber es ist sehr schlecht, weil zum Beispiel Tauben
die nehmen jetzt in der Stadt nicht zu, aber dennoch sind sie an Sammlungen, an Futterplätzen und übertragen dort die Aspergillose. Das ist eigentlich eine Atemwegserkrankung, die sehr übertragbar ist auf andere Vogelarten. Das heißt, es geht wirklich auf andere Wildtierarten und insbesondere auf die, die diese Tiere fangen. Das sind Sperber und Habicht. Das heißt, wir haben eine Krankheitsverbreitung. Wir haben sogar die Infektionsausbreitung in die Wildpopulation, was ganz schlecht ist. Wir haben bei Wasservögeln Gänse, Schwäne, Enten, alles wird gefüttert mit Brot, mit Schimmelbrot, mit irgendwas, was man halt noch findet und die Vögel glücklich machen möchte. Ist das Problem Ansammlung, hier Übertragung von anderen Krankheiten, wie zum Beispiel im Winter insbesondere Vogelgrippe über Wasservögel. Dann haben wir noch die Ansammlung von anderen Arten, wie Kleinsäugern bis Ratten, die natürlich dann auch zwischen Mensch, Vogel und Säuger anderer Art hier natürlich Krankheiten übertragen können. Ich sag nur Hantavirus von Rötelmäusen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Rattenplage etc. etc. Also das heißt, ganz wichtig, wir kommen drauf. Das Allerwichtigste ist eben diese Fütterung irgendwie verbieten. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, aber da muss man diese Handlung einfach in was anderes umleiten, damit die Leute trotzdem was machen können, aber den Kontakt dann zu den Tieren haben, aber in einer gesunden Form. Gut, Fütter. Hier Beispiel, da haben wir die Kohlmeisen untersucht, eben genau auch in diesem Wiener Bezirk, in ganz bestimmten urbanen Clustern, die unterschiedlich stark urban waren. Und wir haben gesehen, dass die Gelegegröße also mit der Urbanität abnimmt. Das heißt, sie legen weniger Eier und sie legen und die Nestlinge, das heißt die Küken, haben praktisch ein geringeres Gewicht. Das heißt, sie entwickeln sich schlechter, je stärker es urbanisiert ist. Also je mehr, wir haben dann überall Nistkästen aufgehängt, ja, und haben dann den Bruterfolg kontrolliert in den Nistkästen. Das waren so typische Betonnistkästen von Schwiegler. Und da wurde dann ganz klar, dass je stärker die Versiegelung ist, desto geringer ist das Nahrungsangebot und damit auch dann entsprechende schlechtere Reproduktion. Und mein Verdacht ist, wir haben es noch nicht publiziert, dass es der Mangel an Spinnen ist. So, dann haben wir natürlich Vergiftung direkt durchs Futter. Rattenköder werden überall, wo Lebensmittel gelagert oder verkauft werden, auch in Industrie- oder Schulbereichen werden die aufgestellt. Rattenköder machen Primärvergiftung bei den Säugern, aber Sekundärvergiftung von solchen, die Säuger dann wieder fressen. Ja, das kann Turmfalke sein, der gerade so eine dämliche Maus natürlich viel leichter fangen kann. Problem, das heißt, diese Gifte werden in den Kreislauf gebracht. Ein weiteres Problem, was sie haben, ist die Nachtbeleuchtung. Das heißt, Nachtbeleuchtung und Glasflächen an Gebäuden. Die Glasflächen-Thematik wurde schon gebracht in einem Biotopicity-Vortrag. Da gehe ich nicht drauf ein. Ich muss es nur ansprechen, dass es nicht nur der Taganflug an Glasflächen ein Problem ist, aber insbesondere nachtziehende Vogelarten durch die Beleuchtung der Gebäude irritiert werden und dann an diesen Gebäuden anprallen und praktisch kollidieren. Das heißt, das, was tagsüber zieht, kann durch Glasfassaden, Wintergärten und Glaswände praktisch durch direkten Versuch durchfliegen zu können, weil eben Durchsicht gewährleistet ist oder die Reflexion von Bäumen dem Tier die Meinung gibt, dass man durch das Glas durchfliegen kann. Das ist tagsüber das Problem. Und nachts sind es insbesondere die Zugvögel, ja, die nachts ziehen. Waldschnepfen zum Beispiel sind mit das größte Opfer, die immer an diesen beleuchteten Häusern dann kollidieren. Wir haben uns, das gibt eine Studie in Bonn, da hat man dieses tolle Postturm, der so ganz nett mit LEDs beleuchtet ist, untersucht und man sieht da an der, man hat einfach mal mehrere Jahre lang immer im Herbst unten geschaut, was fliegt denn eigentlich nachts an diese so schön beleuchteten Gebäude und insbesondere an dieses Gebäude. Und man hat dann zwischen September und Oktober nur geschaut, also nur einen kurzen Zeitaspekt im
im Herbst, ja, und das ist nur ein Teil des Zuges und das ist nur nachts. Und man hat ein Total von dieser Zahl zusammen glauben können, von 2008 bis 2013. Das sind also ein paar Jahre, nur ein kurzer Ausschnitt. Und man sieht gleich, das sind hier zum Beispiel Sommergoldhähnchen oder Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen, Rotkehlchen, Wintergoldhähnchen und alle möglichen Arten, die hier auch durchziehen. Zum Beispiel Arten, die man jetzt nicht in der wirklich bebauten Stadt erwarten würde. Wasserralle ist zum Beispiel auch ein Vogel, der zieht, aber in Wien wären hier jetzt zum Beispiel die Waldschnepfen ein ganz großes Problem, die an diesen großen Tauern dagegen schmettern. Das Problem ist, wir finden zu wenig, weil es natürlich gleich vom Fuchs oder von Ratten und von Mäusen gefressen wird und natürlich auch die Straßenreinigungen da sehr schnell sind. Also hier ganz entscheidend, was herauskam in dieser Studie, das können Sie eh nachlesen, dass es die einerseits die Lichtfarbe macht keinen Unterschied. Also da die LEDs irgendwie auf Warmlicht zu schalten, macht keinen Unterschied im Anflug, sondern nur eine echte Reduzierung der Lichtemission in der Nacht verhindert praktisch diesen Anprall. Auf Helgoland hat man früher am Leuchtturm extra die Nachtbeleuchtung angemacht, um die Vögel zu fangen. Die sind massenweise mit diesem Leuchtturm kollidiert und die hat man dann unten abgesammelt und hat sie dann entsprechend gegessen. Das war vor unserer Zeit. Aber da sieht man, wie eine Beleuchtung eines höheren Gebäudes eine Irritierung der Zugvögel hervorruft. Und das ist auf jeden Fall ein Todesurteil. Und das kann man in der Architektur umsetzen oder zumindest in der Inbetriebnahme, indem man entweder schaut, dass es einfach nicht zu stark beleuchtet ist oder wenn Notfallbeleuchtung ist, das von innen mit Shutters irgendwie dann minimiert. Man hat auch gesehen, dass die Hauptanflugsecken waren natürlich auch solche, die so einen komischen Winkel hatten, ja, also auch aerodynamisch voll schlecht, ja, und es waren aber auch immer die Flächen, die besonders hell waren. So, und das ist ein interessantes Outcome auch, das heißt, Licht in der Nacht ermöglicht eben Vögeln voll gegen diese Gebäude zu prallen. Andere Lichteffekte in der Stadt sind natürlich die Verhaltensänderungen. Ja, wir wissen es, dass Vögel in der Nacht anfangen zu singen, dreifach stärker während der Zugzeit singen als sonst. Und das ist enormer Energieverlust und nicht sinnvoll. Was auch wichtig ist, dass der ganze Insekten- oder Arthropodenbereich hier durch Licht beeinflusst wird. Das ist nur ein ganz wichtiges Statement. Es gibt ganz, ganz starke Beeinflussungen hier. Besonders der kurzwellige Bereich im Strahlungsanteil, das sind die Insekten wirklich weglocken aus ihren natürlichen Habitaten. Da sind ein paar Gruppen genannt. Wir wissen aber auch, dass gerade bei den mit Licht arbeitenden Insekten, das sind jetzt nicht so viele, aber immerhin sehr gefährdete, aus diesem Grund auch, dass die nicht mehr ihre Sexualpartner finden. Also Beispiel Junikäfer oder wie heißen die? Glühwürmchen, genau. So viel Licht im Garten, da kann man wirklich drauf Rücksicht nehmen. Jeder privat macht irgendwelche LEDs an, um den Weg zu beleuchten. Das ist alles zu viel Licht, alles viel zu viel. Ist eine ganz starke Beeinflussung hier des Verhaltens und natürlich auch im Melatoninstoffwechsel etc. Ein weiterer Punkt ist die Katze in den urbanen Bereichen. Sie ist ein künstlicher Prädator. Ich nenne es künstlich, weil es kein Wildtier ist in dem Sinne. In erster Linie auch bei Wildtierrettung werden immer Vögel abgegeben in der ganzen Brutsaison. Katzen holen Jungtiere aus den Nistkästen. An erster Stelle Kohlmeisen, Amsel, Sperlinge. Holen sie aber auch aus der freien Natur, Rebhühner. Ja, wir haben eine Kamerastudie gemacht in Blühflächen. Und da waren der wichtigste Prädator, der dort gesehen wurde, waren Hauskatzen, lang vor Marder und Fuchs. Also in siedlungsnahen Bereichen ist die Katze der Tod der wildlebenden Vögel, wenn sie freie Nester haben und insbesondere auch in Nistkästen, die nicht geschützt werden. Also als ökologische Falle kann man die nennen, wenn Katzen wirklich da patrouillieren.
Sie gehen auch auf Igel, sie gehen auf Amphibien, sie gehen auf Reptilien. Ich habe selbst eine gesehen, die eine Smaragdeidechse erwischt hat, natürlich, weil die Männchen ja pussieren, ja. Und es gibt nur noch wenige Individuen. Aber die Katzen spielen meist damit. Aber ein Biss bewirkt eigentlich schon Infektionen und damit das Töten der Tiere. Ja, Junghasen gehören auch dazu. Also wie hier nicht zu unterschätzen, es wird nie thematisiert, weil so Katzenvideos kriegen Millionen Klicks in YouTube und es gibt sehr viele Befürworter von Katzen und Freiheit für jeden. Aber das ist ein Thema, was tabuisiert wird in Wien, in vielen Städten, aber nicht mehr unter den Tisch zu kehren ist. Also weltweit ist die Katze erste Stelle für das Aussterben von Arten, zum Beispiel auf Inseln und auf in Insel-Lebensräumen, was wir ja schon haben in der Stadt. Unfälle an Straßen hätte ich als erstes bringen sollen. Und da gibt es natürlich sehr viele Tiergruppen, die hier gerade in der Stadt betroffen sind. Amphibien an erster Stelle, vor allem die Froschlurche, also die Schwanzlosen, und der Feuersalamander. Das sind die beiden Gruppen, also Feuersalamander und die Gruppe der Froschlurche, die besonders unter den Verkehrstod leiden, weil sie zum Nachwuchs an das Gewässer wandern, das heißt aus ihren Wintergebieten 2, 3, 4 Kilometer weiter weg im Wald oder in feuchten, guten Böden sich verstecken und dann nach dem Ableichen natürlich wieder in diese Flächen müssen. Und da ist es das direkt überfahren, aber es ist auch die Geschwindigkeit und das weiß keiner. Das heißt, ab 30 Stundenkilometer, wenn man mit dieser Geschwindigkeit an einem Amphib vorbeifährt, zerreißt schon die Haut. Und das sind die Studien, die man kennt schon seit vielen, vielen Jahren. Und in 30er-Zone ist das absolute, das Wichtigste, was man da machen muss, neben einer begleitenden Amphibien-Schutzmaßnahme natürlich. Auch Säuger natürlich. In erster Linie werden gefunden vor allem Igel. Die Verdichtung der Bebauung, die Befahrung ist intensiver. Und zum Beispiel männliche Igel brauchen Streifreviere von 4 Quadratkilometern. Da ist das Unfallrisiko sehr groß. Ja, sie gehen nachts, ja, sind nachtaktiv und haben jetzt nicht so das Tempo, dass sie wirklich, sind schon schnell, aber nicht das Tempo, dass sie unter einem Auto schnell eben durchzischen können. In der Schweiz hat man eine große Telemetriestudie gemacht, um Igel zu besendern und zu schauen, was die brauchen, wo die hingehen und was die für Verkehrsopfer haben. Aber sie hatten am Ende der Studie, sind ihre vielen hundert Igel alle überfahren worden. Und das war so ein Outcome, wo man weiß, wow, das ist eine Menge. Das heißt, hier sind die Verluste sehr, sehr hoch. Natürlich auch bei größerem Fall Wild im wahrsten Sinne, ja bei Rehen passiert das. Das heißt, wir haben hier ein ganz großes Potenzial an wirklichen Tierverlusten durch eben Straßen, genau, und eben den Verkehr. Ein weiteres Thema, was wichtig ist, ist, dass der Verlust von Brutplätzen an Gebäuden stattfinden kann. Da hat aber der Ferdinand Schmeller schon den Vortrag im Dezember 22 gehalten. Da gehe ich gar nicht drauf ein, aber es ist ein Thema, was wirklich umgesetzt wird mit der MA 22. Da geht es ums Monitoring der Arten. Ich zeige Ihnen dann noch, wie das funktioniert. Und vor allem, es geht darum, dass wenn die Bestände bekannt sind von diesen Gebäudebrüterarten, zum Beispiel Mauersegler, Mehlschwalbe, Turmfalken, etc., ja, Hausrotschwanz, dann kann man, wenn solche Sanierungen anstehen, entsprechend dann sagen, hey, es ist bekannt, dass die Art dort vorkommt. Das Umwelt, Naturschutzrecht der Stadt Wien sagt, diese Plätze müssen erhalten sein, weil sie sind bekannt. Also muss der Bauträger hier Sorge und Leistung tragen, dass denen nichts passiert. Ja, es ist rechtlich verankert und es ist das Wissen da. Ne? Man kann nicht sagen, ja, ich habe nichts gewusst. Die Daten sind alle online frei verfügbar. Ich zeige Ihnen nachher, wo die Daten sind. Das heißt, wir wissen genau, wir haben auch damals von unserer Arbeitsgruppe her die Dohlen kartiert und die Mehlschwalben. Wir wissen genau, wo die einzelnen Dohlen sind. Sie sind sehr gut treu. Und im 21. Bezirk haben wir jeden Kamin kartiert und dann auch diese Scheinkamine montiert als Testphase. Und das ist sehr interessant, weil sie so lokal treu sind, wissen wir genau, wo sie vorkommen. Das heißt, wenn Bebauungen, also das heißt Sanierungen stattfinden, gibt es keine Ausrede, man hat es nicht gewusst. Die Karten sind alle downloadbar.
bei der MA22. Und das Interessante ist natürlich auch, dass diese Arten nach wie vor dort sind. Und wenn neu gebaut wird, kann man ja als Ausgleichsmaßnahme oder auch als sowieso Unterstützungsmaßnahme für diese Arten dort Nistkästen natürlich einbauen. Aber da hat der Ferdinand schon einiges erzählt, wie das geht. Auch da sind die Links hinten angestellt. Ein ganz wichtiges weiteres Thema ist, dass wir immer in Veränderung sind und gerade in der Stadt Klimawandel genauso stark merken wie im Gebirge, vielleicht im Gebirge noch stärker, aber ganz klar, wir haben eine Erwärmung, die wir schon im Sommer natürlich merken. Wir haben heißere Monate, wir haben höhere Temperaturen. Damit gehen Wasserressourcen verloren. Ja, das heißt, viele kleine Wasserbiotope gehen verloren. Natürlich auch die Schlammflächen für die Mehlschwalben, die den Schlamm brauchen zum Nest bauen. Aber ganz wichtig, das Wasser zum Trinken geht verloren und als Kühle. Und wir sehen sehr viele Kleingewässer, die austrocknen im Sommer. Wir sehen es am Neusiedl, Seewinkel, dass dort die ganzen Lacken schon ausgetrocknet sind. Wir haben ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was hier zum Klimawandel beitragen kann. Aber ich gehe hier ein, was es für Konsequenzen zum Beispiel hat für uns in der Stadt, abgesehen davon, dass es uns schlecht geht, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aber auch die Vögel überhitzen, ja. Kohlmeisen, Mauersegler, Hausrotschwänze, das sind so die Arten, die am häufigsten in die Tierrettung gebracht werden mit Dehydrierung, ja, leiden und sterben. Wir haben, natürlich können wir im Garten so ein bisschen Wasser da aufstellen, das ist ganz nett. Aber wichtig ist vor allem, dass man keine Nistplätze irgendwie so baut, dass es ökologische Fallen sind, in dem Sinne, dass praktisch Mai, Juni dort voll die Sonne drauf scheint oder eben auch irgendwelche nicht isolierten Kästen da genommen werden. Das heißt, hier auch ganz in der Planung schon anfangen, was man machen kann. Und natürlich die ganz große Bauplanung inkludiert natürlich, oder die Stadtplanung, Regionalplanung beinhaltet natürlich die Grünflächen, die Entsiegelung und das ganze Konzept, was da noch in der Hinterhand. Genau, ich möchte, bevor ich darauf eingehe, ja genau, was die Potenziale sind, auf die Potenziale ein, was wir jetzt praktisch mit diesen Konflikten machen können. Das heißt, wenn wir wissen, den Wildtieren geht es in der Stadt, es gibt dort ein Zuhause, ja, so wie es am Anfang schon gesagt wurde, ja, sie gehen in die Stadt als Ausweichsreviere oder als Ausweichslebensräume. Wir wissen aber, dass die Stadt nicht so toll ist. Ja, es gibt sehr, sehr viele Probleme, die ich hier aufgelistet habe. Was können wir jetzt machen, um hier ein Potenzial zu zünden, eine Möglichkeit, um Diversität zu erhalten, zu schaffen und vor allem auch hier im Dialog zu bleiben zwischen der Bevölkerung natürlich, ja, die Stadt ausmachen, und natürlich auch den Planern. Und das erste Potenzial, was ich sehe, ist auf jeden Fall die Ausbildung. Das heißt, Ausbildung oder Bildung, Einfühlung, Einbringung, und zwar Wildnis in der Stadt für Kinder erlebbar machen. Naturerfahrungsräume in der Stadt schaffen, Naturvermittlung. Das kann in neuen Baumaßnahmen absolut erfolgen. Wir haben nichts davon, wenn Stadtkinder einfach groß werden und keinen Bezug haben. Natürlich sehen die nicht die Problematik, die da auf sie zukommt. Wichtig ist zum Beispiel diese Flächen, die Schrebergärten oder die wirklich auch sonst großes Potenzial haben, hier als Gestaltungs- und Erlebnisraum nutzbar machen. Dann gibt es sehr viele Flächen wie Brachland oder urbane Freiräume, die relativ schnell verbaut werden. Klar, der rollt der Rubel, aber es gibt trotzdem noch so Restflächen oder Wienerwaldwiesen, wo man nicht nur diese Freiräume als erhalten kann als Biodiversitätsfläche, aber wo man durch gemeinsame Aktionen, diese zu erhalten, Leute in die oder Menschen in diese umweltbezogenen Themen einbringen kann, einbinden kann, und auch in solchen Amphibienschutzprojekten, wie wir sie auch in Wördern jetzt haben, ist es schön zu sehen, wie wenn Kinder Kröten über die Straße tragen, fühlen die sich, als hätten sie was machen können. Sie haben die Natur retten können. Sie sind verantwortlich. Sie haben es in der Hand, Amphibien zu retten.
Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in diesen Erlebniswelten, die wir schaffen können in der Stadt. Und wir haben das. Da sind die Kinder, es gibt die Natur, aber es gibt ganz wenig solche Möglichkeiten. Ein zweites Potenzial, was ich sehe, ist einfach die Umsetzung in der Planung. Das heißt, vor der Sanierung, Bau, Rückbau, die Ökologie von Experten bei der Planung einfach integrieren. Das heißt aber auch, gebildetes anderes Personal hier integrieren, die Bevölkerung integrieren. Was brauchen die? Ja, Pädagogen integrieren, alle die wichtig sind, um das zu einem sogenannten Erlebnisraum, aber auch zu einem Raum zu machen, wo Biodiversität erhalten sein kann. Das heißt, Naturartenbiotopschutz sollte in die Ausbildung der Planer, Bauleiter und Architekten einfließen. Das ist ein ganz großes Muss. Da gab es mal diese schöne Vorlesung bei der TU, aber da könnte es schon mehr geben. Ja, es ist in vielen Baumaßnahmen noch nicht Thema, ja, dass es hier solche Potenziale gibt, sage ich mal ganz grob. Konzepte in der Stadtplanung und einzelnen Bauprojekten zu integrieren, und zwar die Verbindung und Netzwerke von Biotopen. Das heißt, diese Flächen auch zu verbinden. Ja, das heißt, wenn ich so eine größere Anlage plane, auch dafür sorgen, dass ich da nicht nur eine schöne Begrünung habe, eine Dachbegrünung vielleicht, PV-Anlage schön grün, aber dass da vielleicht auch was hochwächst, was die Wanderung, die Abwanderung, die Zuwanderung zum Beispiel von Spinnen, auch wenn sie es nicht mögen wollen, oder von anderen Tieren, die dort wandern, verbinden können. Dann aber auch in der horizontalen Verbindungen von Lebensräumen ermöglichen. Das heißt, hier wirklich genetischen Austausch von Individuen ermöglichen, dadurch, dass Heckensäume in Verbindung gebracht werden mit Blühstreifen oder mit Parkanlagen, dass entlang von Alleen hier nicht unten alles zubetoniert wird, sondern auch mal wirklich entsiegelt wird. Das sind natürlich ideale Vorstellungen. Aber auch bei Neukonzepten ist es natürlich bei solchen Wohnanlagen ein ganz, ganz wichtiges Muss, auch in Bezug auf Klimawandel, Anpassungen, ja, Begrünung und Offenland und Wasserversickerung, ganz wichtig immer hier. Und wir haben als dritten Punkt eben diesen Klimawandel mit einzubeziehen. Und damit heißt es auch wirklich Entsiegelung und Flächen offen lassen, damit Wasser zurückgehalten wird. All das Wasser, was oberflächlich abfließt, ist verloren für den Boden. Und das ist ganz entscheidend für die Wasserversorgung, für die Kühle und für alles. Eigenes Thema, lohnt es sich hier, sich einzulesen. Das Potenzial 3, was ich sehe, ist die Umsetzung im eigenen Garten, vor der eigenen Haustür, mit den eigenen Schuhen. Keine Pestizide verwenden, Blühstreifen, Hecken, das Übliche, was wir kennen, was überall nachzulesen ist auch. Ich zeige Ihnen noch die Links. Eiche erhalten, ganz wichtig, diese Feuchtlebensräume gehen so stark verloren. Aber auch artengerecht halten, das heißt gestalten, keine Fische reinsetzen, etc. etc. Das heißt, Diversität zulassen und Unordnung zulassen, auch wenn der Nachbar sagt, was haben die da? Das heißt, hier aufbrechen, ja, aufbrechen der alten Strukturen, weil sobald wir mal schauen, was in den 60er Jahren an Arten zum Beispiel da war in den Siedlungsräumen, was es für Blühstreifen entlang der Wege gab, das sind Welten. Ja? Und in den 80er, 90er Jahren hieß es, Biotopverbund, wir müssen Natur erhalten. Und es hat sich nichts getan, es wird nur noch schlimmer und viel mehr intensivere Pestizid-Cocktails. Das heißt, wir haben eine große Aufgabe hier. Und ich denke, wenn die Bürgerbeteiligung hier mit integriert wird, können wir da sehr schöne Entwicklungen haben. Also ich sehe da positives Potenzial. Ein wichtiger Punkt, wir haben ja die Verkehrsquote. Nun denn, man könnte sagen, okay, ich fahre nur noch öffentlich oder mit dem Fahrrad, ist ein Zugang. Ja. Oder wenn, dann auf jeden Fall bei Amphibienschutzmaßnahmen an diesen Folien, Wänden entlang mit den Auffangeimern langsam fahren, maximal 30, ganz wichtig. Und das anderen zeigen, dass ich jetzt hier langsam fahre. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt komme ich zu dem wichtigen letzten Zusammenfassung. Wo kriege ich denn die Informationen her, die jetzt für alle vielleicht interessant sein könnte? Die Zuständigkeiten sind auf jeden Fall immer 22, Wiener Umweltanwaltschaft und Wiener Naturschutzbund.
Da geht es wirklich um Weiterbildung zu Artenschutz, bei Gebäudesanierung, Neubau, Naturschutz im grünen Raum, räumliche Entwicklung und so weiter. Immer Wien GVAT Umweltschutz, Lehrmaterial gibt es genug, kann man super einbauen. Dann gibt es ganz entscheidend, das, was die Bürgerbeteiligung auch macht, ausmacht, ist zum Beispiel, sind solche Citizen Science Projekte. Was ist das? Dass einfach Leute, ganz private Leute, die nicht studiert haben oder irgendwas in der Welt machen, sich beteiligen können an sogenannten Tiermonitoringsprogrammen, indem sie das fotografieren, was sie gesehen haben, oder das beschreiben, was sie beobachtet haben, und das georeferenzieren, einfach auf eine Karte eintragen und dann die Plattform melden. Und das gibt unglaubliche Daten, die mittlerweile schon hochprofessionell ausgewertet werden. Und wir haben schon ein Gefühl dafür, was da alles stattfinden kann, wenn ich Ihnen das mal vorstelle. Eine der bekanntesten internationalen Meldeplattformen ist iNaturalist. Da kann man Fotos praktisch hochladen, Handyfoto. Ich habe gerade ein Viech gesehen oder eine Pflanze. Dann kann ich das von Experten bestimmen lassen. Das wird georeferenziert und der Eintrag kommt. Ich weiß genau, ob das dann eine seltene Art ist oder eine kommune Art oder ob die schon mal jemand gesehen hat oder ob ich der Erste bin, der die in Österreich nachweist. Und das ist dieser Belohnungseffekt von diesen Eintragungen, dass man immer die Bestätigung bekommt. Und das ist genau das, wie es funktioniert. Das heißt, Integration von Menschen, die auch mitmachen möchten und die eine Möglichkeit haben. Eine andere Applikation ist Roadkill. Die ist auch an der BOKU entwickelt worden. Die ist ziemlich genial, weil sie eine Meldeplattform für überfahrene Tiere ist. Das klingt jetzt schrecklich, ja. Aber hier kann man sehen, wo diese hochpotenziellen Verkehrsopferflächen sind. Und da kann man dann, wenn genug da sind, kann man diese Daten auswerten und einfach Maßnahmen ergreifen, ja. Grünbrücke bauen, etc. Stadt Wildtiere, das ist die Meldeplattform für der Wettmet und Vogelwarte Österreich für Beobachtung von Tieren in der Stadt. Ja, da kann man dann ein Foto machen vom Fuchs, der dann im Garten ist, und kann das hinschicken. Und dann sieht man gleich, der Fuchs, der war auch im Nachbargarten. Und das ist ganz toll, auch als Feedback, wo stehe ich da mit meinem Wildtier. Das gilt ganz als wichtige Integration der Bevölkerung und der Vernetzung dieser Wildtierthematik mit den Menschen. Dann hat die EMMA 22, das hat ja der Ferdinand vorgestellt, die Erfassung der Gebäudebrüter vorangetrieben. Da sind die ganzen Kartierungen eingelaufen und sehr viele Studierende haben da mitgeholfen, an Gebäuden lebende Tiere zu kartieren. Ich glaube, ab jetzt gibt es vor allem nur noch die Fledermauskartierung, aber da lohnt es sich einfach mal auf der EMMA 22 beim Herrn Schmeller mal zu orientieren, was man da mitmachen kann. Da kann man dann wirklich mitzählen und kartieren, das ist nett. Ansonsten kann man natürlich Vogelfunde, die man gesehen, gefunden oder was auch immer hat, an Ornitho.at und damit an BirdLife Österreich schicken. Das ist auch die Meldeplattform. Also man sieht, man kann viel machen, man kann sehr viele Menschen hier integrieren. Und ich zeige Ihnen mal, wie so eine iNaturalist-Applikation ausschaut. Ich habe jetzt da so einen Hamster gesehen am Zentralfriedhof, den gebe ich dann ein. Ich habe jetzt mal ein bisschen reingezoomt. Man hat jetzt so einen Überblick über Österreich. So häufig kommt der Hamster gar nicht vor. Das sind die roten Punkte, wo sonst Hamster gemeldet sind. Und wir sehen, Wien hat da schon einen Schwerpunkt. Und wenn ich jetzt reinzoomen würde, das können Sie dann selbst machen, auf der Homepage kann man das selbst machen, dann sehen Sie, Zentralfriedhof und Franz-Josefs-Krankenhaus, da sind die Feldhamster. Dann ein anderes Beispiel, die Steinhummel, auch in Wien, ja, aber gar nicht so viele Sichtungen. Das liegt natürlich immer daran, dass das vielleicht nicht viele dann knipsen oder einreichen. Aber wir haben so ein bisschen einen Überblick, wo Steinhummeln jetzt zum Beispiel fotografiert werden und hier gemeldet werden. So, als Anregung für die Mitmenschen in der Stadt. Wichtige Quellen noch, Glasanprallvermeidung beim Bau habe ich hier mal zusammengefasst, da kann man weiter recherchieren, Bauen und Wildtiere, das heißt, was kann man machen für eine gute Stadtökologie, da habe ich auch einiges zusammengefasst, das sind in der Regel die Seiten der Wiener Umweltanwaltschaft oder eben den anderen Seiten, die ich vorgestellt habe, Natur in der Stadt, ein bisschen Überblick. Oder zum Beispiel auch amphibiengerechte Gartenteichnutzung, was man da alles machen kann, das ist voll super. Und damit bin ich eigentlich mit dem Vortrag mal soweit am Ende.
wo ich eigentlich Wert legen wollte darauf, dass sie das dann zur Verfügung kriegen, gell, diesen Vortrag, kann man das dann alles nachschauen. Dann bedanke ich mal und freue mich auf die Diskussion. Ich muss es schnell machen, weil es so viele Arten sind. Danke, liebe Sabine. Du könntest jetzt den Bildschirm teilen, wieder stoppen. Yes. So. Es wird ja den Vortrag auf dem YouTube-Channel geben und dann müssen Sie aber ganz nach hinten gehen und dann finden Sie die Links. Ich frage jetzt mal in die Runde, gibt es Fragen dazu? Das waren jetzt sehr viele Aspekte und sehr viele Themen. Sie können einfach virtuell oder echt die Hand heben. Dann würde ich dich mal fragen, kann man irgendwas tun, um Spinnen leichter zu machen in der Stadt? Ach, super Frage. also Spinnen sind ja in der Verbreitung, hängen am seidenen Faden. Spinnen sind eigentlich die Artengruppe, die sich sehr gut über so ganz lange Fäden verbreiten kann. Und das funktioniert in der Stadt nicht. Das ist normalerweise ihre Besiedlungstaktik. Und wenn man auf Inseln geht, im Atlantik oder im Pazifik, dann sind Spinnen die Ersten, die es besiedeln. Voll, ne? Die spinnen einfach einen langen Faden, lassen sich mit den Jetstreams vertriften und kommen dann hin. Aber in der Stadt funktioniert es nicht. Also, das heißt, wir haben eine Art, die aufgeschmissen ist. Und das deswegen müssen wir Biotopverbund machen, dass die hin und her krabbeln können. Ja, das heißt, von horizontal auf vertikal und in der Stadt eben zwischen den einzelnen Bereichen, genau. Wir sehen natürlich, wenn wir mal so ein Close-up machen von der Stadt, wie stark zersiedelt das ist, ja, allein der Ring, ja. Der Ring ist ein Ring, ja, und dann, genau, wir haben, der Prater ist super, ja, wenn man dann wieder schaut, wenn man vom Prater dann weitergeht in Richtung Brigittenau, dann haben wir da schon wieder Probleme, weil da sehr viel Straßen sind und wieder, ja, also es ist wichtig, in Großräumen raumplanerischen da zu arbeiten, aber auch an den Gebäuden einfach sehr viel Grün zuzulassen. Das habe ich jetzt gar nicht verwendet. Ich weiß jetzt nicht, wie ich aufzeige. Ich bin nicht im Zoom zu Hause. Was für eine Größenordnung. Also Biotopverbindung ist mir schon klar, aber ich bin Architektin. Wenn man da jetzt Quartiere, also es ist ja nicht immer ein großes städtebauliches Quartier, aber was für Größenordnungen soll man da zusammenhängen, dass es funktioniert? Ja, ich weiß, dass man da jetzt so eine Zahl an die Hand haben möchte. Nein, nur orientierungsmäßig ein Hektar oder gehen auch schon kleinere Bauplätze, die man mit irgendeinem grünen Streifen irgendwo anders anhängen kann. Also, genau. Es hängt von der Ausstattung der Struktur ab. Spinnen lieben einfach Grünland, was extensiv bewirtschaftet ist. Das heißt, also alles, was so an kleinen Saumstreifen ist und was hohe Überhälter Vegetation schafft und natürlich auch Gebüsche. Das heißt, was fressen denn Spinnen? Insekten. Ja? Das heißt, ich brauche eigentlich einen Insektenreichtum, damit Spinnen dann zu Hause haben. Und da gibt es verschiedene, die Baldachinen oder die großen Radnetzspinnen. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, müsste man sich die Struktur genau anschauen. Aber ich würde sagen, dass man wirklich gute Parkflächen mit, sagen wir mal, wirklich so in solchen Wiesenbereichen, wenn es die da noch gibt, dann mit Heckenstrukturen verbinden müsste und die dann praktisch zu so einem Baugebiet verbinden will, dass man verschiedene Strukturen drin hat. Also Hecken, Blühstreifen und dass, wenn die verbunden sind, dass halt kleinere Flächen können es auch sein, aber Hauptsache sie sind verbunden, ja, durch irgendwelche Strukturen. Ich kann keine Zahl liefern, gell, was es mindestens sein müsste. Ich denke mir, dass die kleinsten Flächen schon sinnvoll sind, ja, die und insbesondere bei der Dach, bei der Begrünung, bei der Fassadenbegrünung, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin, weil die für xerotherme Insekten, Arthropoden total wichtig sind, ja. Und wenn so eine Wand jetzt wirklich bewachsen ist, das ist ein Refugium für Spinnen, ja, weil die von unten hochklettern können.
Sie brauchen aber dann natürlich Überwinterungsbereiche, ja, und damit sind wir wieder bei den Strukturen am Boden, ja, weil meistens dann diese Kletterpflanzen absterben. Und das heißt, das ist komplexer, als man sich jetzt mal so schnell denkt. Aber ich denke, man könnte das ausrechnen, wenn man vor Ort genau die Flächen weiß. Ja, allgemein kann ich es nicht sagen, es hängt von den Flächen ab. Es gibt dermaßen ausgeräumte Wiesen, ja, da ist Vernetzung super, wenn dann ein Gebüsch in der Nähe ist, aber da müsste man wahrscheinlich auch Biotope einfach verbessern. Ja. Okay. Ja, super, danke. Noch eine Frage. Ich glaube, ich habe zu lang gesprochen, gell? Du warst sehr ausführlich und viele Aspekte. Ist natürlich super fürs Video. Damit kommen jetzt keine Fragen, wenn ich es ausgeholt habe, gell? Ich möchte einfach nur mal eine optimistische Beobachtung dazwischen werfen. Ich habe eine Zeit lang, als ich aufgrund von einem Schleudertrauma lange zu Hause sitzen musste, immer nur aus dem Fenster geguckt, und das zwar im Zentrum von Amsterdam. Und ich habe an einer Liste von europäischen Singvögeln angekreuzt, welche ich gesehen habe im Laufe der Zeit. Und das waren dann 32 verschiedene Sorten, mitten in der Stadt. Sogar kam einmal ein Pirol, der im Innenhof ein Nest gebaut hat, und zwar ein Einjähriger. Ich habe das Ding gar nicht richtig erkannt, weil die Juvenile, die sehen anders aus als ausgewachsene Pirole. Leider hat ein Eichelhäher dann das Nest zerstört. Aber immerhin, also das ist ja ein seltener Waldvogel, nicht? Absolut. Ja. Birgit Bergmann, hast du eine Frage? Hallo? Ja, bitte. Ja, hallo. Danke, ich habe die Aufzeichnung nicht gefunden. Danke, ich wollte mich bedanken für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Ich habe da vieles rausgenommen und rausgeholt und habe mich ganz besonders auch gefreut, weil diese Handlungsanleitung, was tun wir, Kinder Naturräume zeigen, ist genau ein Projekt, das ich gerade mit einer Kollegin gestartet habe, mitten in der Stadt, in 5 Bezirk. Das Ganze heißt Bildungsgasse Tanzgasse und ist ein Erlebnisraum für Stadtnatur. Das heißt, wir haben die Erlaubnis bekommen, auf einer öffentlichen Fläche, DPK-Fläche, einen Schulgarten zu machen und auch einen Bildungsgarten, wo wir Lebensräume schaffen. Also wir kriegen Nisttesten von der MA42, wir pflanzen, damit wir eben Insekten bekommen. Und haben dieses Projekt gerade jetzt im März gestartet mit dem ersten Workshop. Und ja, es sind natürlich jetzt auch viel am Sammeln von Informationen. Was mich hier ganz in der Stadt immer interessiert, diese Flugräume von Hummeln und Wildbienen. In welchen Abständen muss man hier so Lebensdiversität in den schaffen, um diese Flugstrecken zu überwinden? Das ist so etwas, diese Frage beschäftigt mich schon länger, und deshalb wollte ich sie hier auch mal ganz genau stellen. Das heißt also, die Frage ist, wie die Flugstrecke zwischen den Hotels oder Wildbienenhotels und den Nahrungsräumen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder zum Beispiel Biodiversitätsinseln auf der Ratte zum Beispiel, wo ich mit ganz vielen Wildstauden arbeite. Eine kleine Fläche im Bezirk, eine Baumscheibe, die man naturnah bepflanzen kann. Vielleicht wieder eine kleine EPK-Fläche, die wo aufgeht, wo man sagt, da gibt es dann wieder eine Biodiversitätsinsel hin. Wie weit müssen diese Inseln, und jetzt reden wir wirklich von dicht gebauten 5 Bezirk, voneinander entfernt sein, um quasi so einen Biotopverbund zu schaffen? Ja, also das hängt davon ab, wie stark das zerschnitten ist. Wenn da eine Straße durchgeht. Ja, also es hängt von der Zerschneidung ab. Wenn es nicht durchschnitten ist, ist es genial, in Abhängigkeit der Arten natürlich, dass es regelmäßig erfolgt, aber das muss auch eine gewisse Größe haben. Das heißt, also solche Biodiversitätsflecken sind super. Was ganz, ganz wichtig ist, es gibt
Flächen, die von sich aus solche Hotspots sind, die ganz alt gewachsen sind und ganz alte Strukturen. Dazu gehören die Nationalparks oder die Naturschutzgebiete. Und von denen kommen immer Arten, wie aus so einem Sink-Source-System, ja, und besiedeln dann diese anderen Flächen, unter anderem auch die, die sie da gestalten. Das heißt, der Zugang aus diesen Naturräumen, ja, das sind die Hotspots, die deswegen müssen die so erhalten sein. Wenn die weg sind, kommt nichts mehr in die Wildtier, in unsere Stadträume hinein oder auch in die anderen nicht so guten Lebensräume. Das heißt, die Verbindung zu denen muss gut geschaffen sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man auch berücksichtigen muss, welche Arten das sind und ob das Flugarten sind, ja, oder eben auch und. Am besten ist es, wenn sie so wenig fliegen müssen wie möglich, dass es praktisch, dass sie immer bei jeder Pflanze landen können und dann vorwärts wandern. Also wie eigentlich ideal wäre ein ganzer Verbund mit so wenig Lücken wie möglich. Also ich kann nur sagen, so viel wie möglich. Das heißt, wenn Sie nach der Distanz fragen, kann ich das nicht beantworten, weil es von den Arten abhängig ist und von diesen Surfquellen auf der anderen Seite und wie zerschnitten da die Flächen sind. Das müsste man sich genau angucken. Ich weiß nicht, ob ich die Frage akustisch richtig verstanden habe, weil das war schwer zu verstehen. Ja. Alles klar, leider meine Verbindung dürfte schlecht sein, oder? Weil es fällt leider auch immer wieder aus. Ja, das war ungefähr ist schon mal die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Das ist mit der Hoffnung, dass ich das konkreter erfahren kann. Leider meine Verbindung fällt aus. Ich glaube, ich werde vielleicht, wenn ich das mal mich auch mit Ihnen in Verbindung setzen und vielleicht auch die Frage dann per Mail stellen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Gibt es sonst noch irgendeine Frage oder Anmerkung? Ich habe noch eine Frage im Hinblick auf Bäume. Bäume könnten doch auch praktisch selbst für Spinnen, wenn sie dicht gestellt werden, so eine Art von Durchgangsweg bilden in sogar sehr dicht besiedelten Strukturen. Gibt es da Erfahrungen? Also ich frage das deswegen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt manche Baumspezialisten, die möchten die Abstände zwischen Bäumen so groß haben, dass die sich wechselseitig nicht berühren, wenn sie ausgewachsen sind. Wohingegen es andere Baumexperten gibt, die bereit sind, die enger zu stellen. Also in Paris zum Beispiel werden die Platanen, alle 4 Meter steht, und zwar zweireihig stehen Platanen, nicht? Dass also der oberste Baumexperte von Amsterdam, der ist da empört drüber, dass die das so machen. Und da könnte man doch aber sagen, für die Insekten weiter, also gerade bei Spinnen, den Weitertransport ist so eine enge Baumstellung gut. Ja, aber ich glaube, was noch wichtiger ist, die richtige Baumart. Weil gerade Platan, was habe ich da am Baumstamm? Nada. Wir wissen, die Eichen haben die höchste Artendiversität, ja, Tausende. Aber die pflanzt man natürlich nicht immer an in der Stadt, haben auch so ein bisschen Trockenstress. Wenn auf jeden Fall auf Arten gehen, die einen hohen Insektenreichtum haben. Wir haben bei den Spinnen nach wie vor das Problem, dass zu wenig Futter da ist. Ja, in den sehr versiegelten Flächen. Und das heißt, man braucht hier wirklich Futterflächen. Das heißt, die Spinnen auch ihr Futter finden, also die Insekten. Ja. Und das sind wirklich reichhaltige Strukturen. Das können Bäume natürlich sein, ja, aber es müssen die richtigen Arten sein. Ja. Und die Fossilien rausreißen und da wirklich nachhaltige einheimische Sträucher hin, das kennen wir, ja. Also wir wissen, welche Arten wirklich insektenreich sind und damit wirklich Hecken gestalten. Und dann gibt es für Spinnen auch das Thema. Bei stark befahrenen Straßen würde ich auch sagen, die Bäume sollten sich berühren, ja, dass da zumindest da oben ein Austausch ist. Ansonsten kann natürlich der Baumexperte wahrscheinlich eher eine Aussage treffen, ob das sinnvoll ist,
dass die nicht aneinander reihen. Wenn wir da gerade so eine Windgasse haben in der Straße, kann das auch ein Thema sein. Ja? Also das hängt vom Standort ab. Da habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Gell? Das ist interessant. Aber ja, danke. Der Heinz Wind hat sich gemeldet. Vielleicht hat er eine Antwort für uns. Nein, eigentlich keine Antwort darauf, sondern eher noch eine Frage zu dieser Vernetzung, die da vorher schon angesprochen worden ist. Was mich noch im Speziellen interessieren würde, ist, wie schaut das mit der Höhenlage zum Beispiel bei der Bauwerksbegrünung aus? Ja? Wenn wir auf Dachgeschossen beispielsweise eben Lebensräume, Biodiversitätsangebote bringen, Totholzstrukturen und so weiter. Das sind ja entsprechende Lebensräume für Insekten. Ja, ich sage jetzt einmal, alles, was fliegt, das kommt wahrscheinlich auch in eine Höhe oder ziemlich sicher in eine Höhe von 30 Metern. Aber wie schaut das zum Beispiel aus, wenn ich dort auch aktiv beispielsweise Eidechsen und so weiter haben will? Ja? Gehen die in diese Höhe, beziehungsweise brauche ich da einen, oder wie schaut da sozusagen der Verbund aus? Reicht das, wenn ich da eine entsprechende Fassadenbegrünung habe, die sozusagen möglichst durchgängig ist? Gibt es da Erfahrungen dahingehend? Ja, also es sind nicht viele Eidechsen, die da einfach hochgehen, weil das da oben super Lebensraum ist. Das machen nicht alle Arten, das wird zum Beispiel die Mauereidechse machen, aber die Mauerdechse hat ganz, ganz zersprenkelte Vorkommen, nur noch in Österreich. Da gibt's einzelne. Da muss es unten passen, ja. Das sind natürlich Wärmeliebende, aber sie brauchen Insektenreichtum, dass sie schon mal unten da sind, am Boden sozusagen. Und dann einen Ansporn haben, dann auch noch hochzugehen. Dann gibt's da große Windexpositionen an so einem, an einer vertikalen Struktur. Und das macht nur Sinn, wenn sie da wirklich ihre Serothermen Superstandorte hätten. Ich habe es noch nicht gehört, dass das wirklich Reptilien machen. Aber das wäre mal interessant. Ja. Ich sage jetzt mal so, also eine Dachfläche wäre ja an sich, sage ich jetzt mal, eben auch für thermophile Arten ganz gut geeignet, weil es ja, sage ich jetzt mal, wenig Schatten gibt und sehr wohl auch entsprechende Wärme. Und ich denke jetzt auch ein bisschen in die Richtung, es gibt ja immer wieder Bauvorhaben, wo sozusagen die Zauneidechsen abgesiedelt werden müssen und so weiter und so fort. Ja, können solche Dachflächen dann theoretisch auch als Ausgleichsflächen herangezogen werden, dass ich sage, okay, ich siedle dort ganz aktiv solche Arten auch an? Also ich habe davon nicht gehört. Ich kann mir vorstellen, dass es zu komplex ist, weil die ja einfach Streifräume haben, um zu jagen. Die sind ja, die kann ich ja nicht irgendwo hinsetzen und dann, die brauchen ja die Nahrung, die brauchen irre viel Insektennahrung, um so ein Leben und vor allem die Jungtiere, also müssen dann auch wieder Futter haben und dann müssen die abwandern können. Die streifen normalerweise durch die Vegetation und haben dann so ihre Unterschlüpfe, die guten Schutz bieten müssen und sie müssen relativ früh aufwärmen, aber sie brauchen richtig viel Futter. Die Frage ist jetzt, ich habe noch nicht davon gehört, dass es gemacht wurde, aber das wäre mal eine Recherche wert, ja, ob das klappt. Also ich bin überfragt, ja, ich kenne es nicht. Von der Biologie der Arten her könnte ich mir vorstellen, warum soll eine Eidechse jetzt diesen Weg da hochgehen, um ja, oder vielleicht auch abwandern von oben, weil es nicht ausreicht dann. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man die oben nicht halten kann. Ja. Das müssten dann schon große Verbundflächen sein auf dem Dach, wo wirklich alle Strukturen da sind, ja, wo sie auch überwintern kann. Ja. Aufpassen, der Frost auf so einem Dach kann natürlich auch immens sein. Es müssen gute Unterschlupfmöglichkeiten sein. Das wäre mal ein Experiment wert wahrscheinlich. Ja, müsste man mal erst recherchieren. Sie brauchen schon einiges. Ja. Muss ich nachdenken. Ja. Danke, Sabine. Und danke, Heinz Wind. Danke. Da sieht man die wirklich komplexe Geschichte, die da mit verbunden ist. Ja. Genau. Sehr spannend. Wäre eine interessante Forschung, könnte man machen. Herr Wind kann ja Bescheid sagen, wenn das nächste Projekt ansteht. Genau, machen wir gerne. Ja, dann kommen wir zum... Karin Moser, bitte noch. Ich hätte noch eine Frage, weil Sie angesprochen haben, es gibt bestimmte Baumarten, die besonders Individuen oder Insekten reich sein können.
Gibt es da Studien dazu oder gibt's, wo kann man sozusagen diese Informationen auch, könnte man die abrufen? Ja, also das gibt's, aber es gibt da die Diskrepanz zu diesen in Wien erlaubten pflanzbaren Baumarten. Da kennen sich die Profis aus, gell? Welche ja, darf man da alle anpflanzen? Ist da die Eiche dabei? Sind da Arten dabei? Ja, auf jeden Fall die kein Obst tragen. Und da gibt es ziemliche Einschränkungen. Aber es gibt diese Informationen. Man müsste sich jetzt diese, weiß das jetzt jemand vom Publikum, man müsste sich diese Baumarten, die in Wien erlaubt sind zu pflanzen, durchschauen und dann gucken, welche wirklich die diversesten. Es gibt ja, also von der MA42. Listen, was von der 42er, die gibt es, also die sozusagen so diese gängigen Arten. Es ist eher umgekehrt die Frage, wo die Information herkommt, welche die individuenreichen Baumarten sind. Ja, dann müsste sich die Liste durchschauen und dann das auswählen, ja. Mhm. Weil das ist schon bekannt, welche was haben. Ich weiß aber nicht, wo das steht. Zum Teil findet man solche Informationen auch bei Baumschulkatalogen. Ja? Also diese großen Baumschulen, Bruns, Lorenz von Ehren und so weiter, die bieten relativ gute Planungshilfen auch an, ja? Wo es darum geht, mehr Gehölze und so weiter. Also woher die jetzt die Datengrundlagen haben, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ja? Aber das sind Dinge, die man immer wieder auch für Planungen heranziehen kann. Mhm. Ja, danke. Also danke. Ich überleg noch, wo die Information steht, aber es gibt es in Forschungspapers, habe ich es schon gelesen, und in Büchern, aber ich könnte es jetzt nicht irgendwie online zitieren. Genau. Helga, du hast noch einen. Ja, ein Aspekt eben bei dieser Baumauswahl ist eben auch die zukünftige Trockenheit, nicht? Deswegen ist die Frage der Verwendung von mediterranen Bäumen ja durchaus im Raum. Und da gab es bislang immer sehr die Befürchtung, dass unsere Insektenpopulation dann nicht drauf anspringt. Da hat die Bayerische Landesanstalt eine mehrjährige Versuchsreihe gemacht über 7 Sorten von Bäumen, ausländischen oder Mittelmeerräumen Bäumen. Da haben wir einen Vortrag oder einen Artikel auf der Website von Biotop City stehen darüber, nämlich das Ergebnis war sehr interessant. Es kam ganz wesentlich darauf an, dass die Baumscheiben unten offen waren und da eine Art von Wildwuchs von verschiedenen Pflanzen stattfand, der zusammenhängt dann mit dem, was da raus entsteht und auf die Bäume hochkrabbelt. Kann ich mir vorstellen, ja. Super wichtiger Biotopverbund, genau wie in den Weinbergen ist auch die Unterflur immer das Entscheidende, wichtiger noch als organisch oder nicht organisch anzubauen. Ja. Also das könnte nämlich auch bedeuten, dass man darauf achten muss, und das wäre ja noch eine leicht umzusetzende Maßnahme, dass Baumscheibenbepflanzung gefördert wird oder stimuliert wird wenigstens, nicht? Da gibt es ja auch, also in Paris zum Beispiel kann man eine Baumscheibe adoptieren und kann man sich auch von, ja, da ist so Straßen, die können sich zusammentun, aber man kann es auch als einzelnes Individuum tun. Und man kann sogar dann von der Gemeinde Pflanzen kriegen, um die da einzusetzen. Super. So ein bisschen sieht man es in Wien auch, ja, so die Initiativen von Einzelnen. Fein, ja. Mhm. Ja. Das ist das, was die Frau Beermann vorher auch angesprochen hat, die Baumscheibenbegrünung. Genau. Also da sieht man, die ist durchaus wichtig. Ja, absolut. Jetzt habe ich es verstanden, akustisch, danke. Das schaut so wie ein Tröpfchen auf den heißen Stein aus, aber es macht einen Unterschied. Ja. Ganz super. Wichtig. Ja. Ja, dann würde ich gerne zum Schluss kommen. Es ist schon 18.40 Uhr, wir waren heute lange da. Ich sage ganz herzliches Danke an dich, Sabine. Du bist jetzt in einem ganz eigenen Licht hier. Ah, das ist gerade die Sonne, die da scheint, gell? Ich komme gerade durch bei dir. Ja, genau. Ich darf noch ganz schnell hinweisen auf die nächsten Vorträge.
Wir haben nämlich am 18. April den Herrn Guido Halbig, der ist vom Deutschen Wetterdienst und erzählt uns über die aktuellen Erkenntnisse des Weltklimarates und was es für unsere Städte bedeutet. Bitte? Er ist Mitglied. Ja. Und am 9. Mai haben wir einen Vortrag von Dr. Robert Snapp. Der redet über städtische Industriegebiete als ökologisches Potenzial. Das ist unser erster Vortrag in Englisch. Wir hoffen, dass Sie trotzdem zahlreich kommen. Und dann wird uns der Herr Heger von der Umweltanwartschaft das über den Vogelanprall erzählen, was man baulich, räumlich alles dagegen tun kann und welche Maßnahmen bisher als die hilfreichen gelten. Und Ende Mai erzählt uns Angeli Brandner aus ihrer Dissertation über die essbare Stadt, Wildkräuter und Beeren sammeln in der Stadt. So als kurzen Ausblick. Ich sage danke und wünsche einen guten Abend. Danke, danke vielmals. Ciao.